sehr verehrten Bürgerinnen und Bürger, habt Verständnis dafür, dass wir an ein paar Tagen im Jahr dann auch mal für unsere Rechte auf die Straße gehen. 10,5! Nicht wir sind diejenigen, die da Schuld tragen, sondern die Arbeitgeber von Bund und Kommunen. Sie haben den Arbeitgebern gezeigt, mit ihren Regengüssen, dass man die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eben besser nicht im Regen stehen lässt. Wir trotzen dem Regen und wir trotzen auch den Arbeitgebern mit ihrer Mogelpackung an Angebot. Von diesem Angebot, von diesen Gebaren am Verhandlungstisch halten wir gar nichts. Wir sind systemrelevant. Wenn wir nicht mehr zur Arbeit gehen, dann funktioniert eine Menge in diesem Land nicht mehr. Und deswegen erwarten wir von den Arbeitgebern, in den nächsten Tagen, kommende Woche, mit ihnen nach einer fairen Lösung zu suchen. Aber wenn sie uns über den Tisch ziehen wollen, dann kommen wir wieder und wieder und wieder und werden so lange kämpfen, bis sie uns verstanden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke euch.